Dieses Gadget ist nichts für schwache Nerven. Es nennt sich Lightning Reaction Reloaded und ist ein Reaktionsspiel. Insgesamt kostet das Gadget 21,90 Euro. Bevor wir uns das Gadget anschauen können, müssen wir das Ganze aber erstmal auspacken. Im Inneren der Verpackung findet man, na klar, das Gadget. Außerdem gibt es noch jede Menge Sicherheitshinweise und Kurzinformationen. Apropos Sicherheitshinweise. An dieser Stelle muss ich sagen, dass das sogenannte Lightning Reaction Reloaded nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet ist. Außerdem sollten es Personen mit Herzschrittmachern, Epileptika und Menschen mit ähnlichen Erkrankungen sowie Schwangere dieses Gadget nicht verwenden. Wenden wir uns jetzt aber erstmal dem eigentlichen Gadget zu. Aber worum handelt es sich überhaupt? Ich würde es als eine Art Roulette-Spiel beschreiben. Jeder Spieler bekommt einen dieser insgesamt 4 Metallgriffe. Auf dessen Oberseite befindet sich ein schwarzer Knopf, der im Spielverlauf eine sehr wichtige Bedeutung bekommt. Bevor man aber mit dem Spiel beginnen kann, muss man das Gerät erstmal einschalten. Das passiert mit diesem Rollrad. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Hat nun jeder Spieler einen Metallknopf erhalten, so muss man nur noch in der Mitte auf den Knopf drücken. Wie man ja gerade gesehen hat, leuchtet der Button nach einer unbestimmten Zeit auf einmal grün. Sobald dies geschieht, müssen alle Spieler ihre Knöpfe drücken. Der Spieler, der am langsamsten ist, bekommt von dem Gerät einen Stromschlag. Aber keine Angst, man kann die Stromstärke einstellen. Außerdem kann man wählen, ob man nur einen Schock oder gleich 3 Schocks auf einmal möchte. Der Lightning Reaction Reloaded. Ich persönlich finde das Gadget richtig klasse. Es ist interessant zu sehen, wie andere Mitspieler Stromschläge abbekommen. Und wenn man selber mal dran ist, dann tut es nicht wirklich weh. Es ist mehr der Schreck, der das Ganze so witzig macht. Mit einem Preis von knapp 22 Euro finde ich das Ganze auch nicht zu teuer. Das Design und die Leistung überzeugen. Von mir persönlich bekommt das Gadget eine Weiterempfehlung.